Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euren Klassendurchschnitt berechnet. Dazu habe ich nun beispielhaft mal eine Klasse aus 8 Schülern zusammengestellt, bestehend aus diesen Namen. Und jeder Schüler hat natürlich seine eigene Note in einer Arbeit, Klausur, in einem Test oder ähnliches, von dem ihr den Klassendurchschnitt berechnen wollt. Jetzt sind erstmal die Namen unwichtig. Wichtig sind die Noten selber. Was ihr nun machen müsst, bevor ihr irgendwas rechnet, sind all die Plusse und Minusse zu streichen, denn die spielen bei der Berechnung keine Rolle. Als nächstes müsst ihr all diese Noten miteinander addieren. In meinem Fall kommt hier nun 18 raus. Diese 18 müsst ihr nun durch die Anzahl aller Schüler bzw. aller Noten teilen. In meinem Fall sind es hier 8 Stück, also teilen wir die 18 durch 8 und bei mir kommt nun 2,25 heraus. Der Notendurchschnitt dieser Klasse aus 8 Schülern beträgt also 2,25. Nochmal zusammenfassend, den Klassendurchschnitt berechnet man, indem man die Summe aller Noten durch die Anzahl aller Noten teilt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hat euch weitergeholfen. Vielen Dank.